Buongiorno, meine Freunde, hier ist der Schalker wieder. Ja, ein anderes Thema als Ganzheit mit wegen Gewalt, Negativserie, Abstieg. Wir suchen ja einen neuen Sportdirektor auf Schalke. Und wir haben vielleicht einen gefunden. Sogar einen Schalker. Matthias Schober steht in den Medien, dass er der Nachfolger werden soll von Michael Reschke. So, meine Meinung dazu. Erstmal zum Schober. Schober kennt Schalke in- und auswendig. Ich weiß, viele können den Schober nicht verzeihen, damals 2001 wegen den Rückpass, den er ja in der Hand genommen hat. Aber ich sage euch nur eins, ne, damals. Gebt nicht den Schober die Schuld. Hätte der Kahn damals den Rückpass mit der Hand genommen, hätte der Schiedsrichter niemals gepfiffen. Das war alles so geplant und fertig, aber nicht immer den Schober wegen Schober, Schober, Schober. Nee, damals war das nicht wegen Schober. Wir waren doch damals überhaupt froh, dass Hamburg 1 in die Führung gegangen ist, damals 2001, wo wir fast deutscher Meister waren. Wir haben die Spiele davor verloren. Ja, aber jetzt nicht mehr zu diesem Thema. Aber Matthias Schober, von 90 bis 94 war der bei uns in der Jugend. Dann von 94 bis 2000 hat er in der Seniorenbereich gespielt bei uns. Dann von 2007 bis 2012 nochmal und danach, nach 2012, wurde er sportlicher Leiter im Jugendbereich. Das heißt, er arbeitete als Nachwuchskoordinator. Und auch jetzt mit unserem Sportvorstand Peter Knebel arbeitet er im Jugendbereich, bevor Peter Knebel unser Sportvorstand wurde. Arbeiten die beiden schon gemeinsam im Jugendbereich, haben auch gute Arbeit geleistet und jetzt arbeiten sie beide vielleicht, steht ja noch nicht fest, im Seniorenbereich. Ja, warum nicht? Wir sagen doch jedes Mal, wir brauchen mal Leute auf Schalke, die Schalke kennen, die wissen, für was Schalke steht und mal aus den eigenen Reihen mal welche hochbefördern. Jetzt machen wir das und trotzdem meckern immer noch immer welche rum. Der Matthias Schober hat doch keine Ahnung, der kennt sich doch damit nicht aus. Wir hatten den Michael Reschke, habt ihr auch gefeiert. Oh, der ist gut und den habt ihr auch weggejagt. So, der Peter Knebel, ich muss ja sagen, er versucht wirklich Leute zu integrieren, die Schalke verstehen sollen. Und das macht er ja wirklich, muss ich sagen, Knebel, mit dem Schober. Versuchen wir es. Ich würde es auch versuchen. Was kann man da falsch machen? Was kann man da falsch machen? Bevor ich einen wieder aus Mainz hole, Stuttgart hole oder was weiß ich, von wo der Schalke wieder nicht versteht und dann meckern wir sowieso wieder. Der weiß doch gar nicht, wie Schalke ist. Man muss Schalke verstehen. Nein, dann haben wir jetzt mit ein. Trotzdem immer dieses Gemecker. Hört auf zu meckern. Gebt dem Matthias Schober eine Chance. Ich gebe den auf jeden Fall. Finde ich klasse. Jetzt hast du mit Schober, mit Asamoah, mit Büskens. Leute schon integriert, die Schalke verstehen werden, weil wir brauchen wirklich für die zweite Liga einen Plan und eine Führungsetage, die wirklich das verinnerlichen, was überhaupt für was wir stehen, Schalke. Fans, alle zusammen. Und jetzt, erst recht, jetzt müssen wir einen Zusammenhalt finden, wo alle denken, Schalke ist am Boden. Wir sind auch am Boden, ist ja kein Problem. Aber wir stehen immer wieder auf. Wir sind Schalker. Wir lassen uns nicht runterkriegen. Auch jetzt zur Zeit in unserer Situation, was bisher alles widerfahren ist. Alle hauen drauf. Alle sagen, keiner kommt auf Schalke. Keiner will mehr zu euch. Nein. Da sagen wir nein. Wir stehen zusammen, wir Schalker, in unsere gerade schwerste Krise, die ich bisher erlebt habe. Stehen wir zusammen. Wir stehen wieder auf und greifen wieder an. Deswegen sage ich, Matthias Schober, wenn er Sportdirektor wird, bin ich zufrieden. Bin ich ehrlich, bin ich zufrieden. Er kann sich dann da hineinarbeiten. Er ist ja sowieso ja schon im Taskforce Kaderplanung dabei für die zweite Liga schon mit dem Norbert Elgert. Und ich habe ein gutes Gefühl bei Matthias Schober. Es muss auch mal langsam aufwärts gehen. Deswegen, wir müssen jetzt positiv denken für die zweite Liga, damit wir eine schlagkräftige Truppe zusammen haben, die wirklich für unseren Verein alles geben auf dem Platz. Deswegen sage ich, Matthias Schober ist eine gute Wahl. So sehe ich das. So, schreibt ihr in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Matthias Schober, unser neuer Sportdirektor. Alles klar. Dann noch einen schönen
Sonntag euch zusammen. Bleibt gesund, passt auf euch auf, Glück auf.